Ja, dann begrüße ich Sie im Namen von FX Let zum heutigen Webinar Stereo Trader NFP Live Trading bei FX Let. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen guten Tag. Natürlich machen wir das Webinar wie immer mit Dirk Helger, Trader und Stereo Trader Entwickler. Ja, sage auch an der Stelle schon mal Hallo Dirk. Bevor ich aber wie immer an den Dirk übergebe. Heute mal wieder ganz besonders wichtig, den Risikohinweis. Bitte die Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk eventuell den einen oder anderen Live-Trade macht. Diese Veranstaltung hier dient nur zu Schulungszwecken. Und ganz, ganz wichtig, Sie treffen Ihre eigene Entscheidung. Ja? Also, das muss an der Stelle gesagt sein. Gut. Dann, Dirk, übergebe ich jetzt den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Und ja, wenn irgendwas ist, ich bin wie immer im Hintergrund. Du bist wie immer nicht da, wolltest du sagen. So, muss hier Du gerade kennst irgendwie. mich. Ja. Einen Moment. So, ich sage aber schon mal Hallo und herzlich willkommen hier aus Viva Colonia live zu den NFPs heute. Und ja, also erstmal danke, dass ihr alle da seid. Ich muss hier nur gerade mich irgendwie den Bildschirm noch ein bisschen sortieren, weil ich bin heute ein bisschen anders aufgestellt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass hier nicht irgendwelche Seiten kommen, die da halt nicht hingehören. Deswegen dauert das hier gerade eine Sekunde. So, sollte jetzt aber funktioniert haben. Nelson, ich sehe übrigens wieder keine Fragen. Und Das ist auch. aber tatsächlich bei dir nur. Ich muss mal rumkommen und Ja. endlich mal bei dir richtig einstellen alles. Genau, mach du das mal. So, NFPs. Ich glaube, Begrüßung haben wir jetzt genug gehabt. Risikohinweis haben wir auch schon gehabt. Wie der Nelson schon gesagt hat, bitte nicht nachhandeln. Wenn man es sich nicht verkneifen kann, dann sollte man bitte auch immer alles nachhandeln, was halt eben auch in der Gruppe gepostet wird. Dann kommt man da vielleicht, ohne da natürlich eine Empfehlung zu geben, aber auf ein positives Ergebnis. Aber bestimmt nicht, wenn man jetzt einfach nur hier bei den NFPs sagt, oh, der ist long, da gehe ich auch long. Das wird so nicht funktionieren. So, ich fange mal an hier mit dem DAO. Also ich habe jetzt hier ein bisschen andere Aufteilung, wie man sieht. Das ist das Bild aus meinem Blog, aus meinem täglichen Blog. Ich habe ja geschrieben, um das vielleicht halt auch noch mal ganz kurz zu erklären, warum, weshalb, wieso. Das ist heute Morgen in der Gruppe auch schon gefragt worden. Also wenn ich jetzt hier mal mit dem DAO anfange. Ich habe halt gestern geschrieben, also gestern Abend in der Gruppe noch, Short hier oben, das war die 938, muss runter auf 713. So, das hat er tatsächlich gemacht. Das war ein sehr, sehr schöner Overnight-Trade, den man laufen lassen konnte. Und ist auch hier ein bisschen über die 713. Und zwar hier unten, da gab es nochmal so eine Hilfslinie. Und die hat er auch extrem genau angesteuert und dort auch gedreht. Und da habe ich heute Morgen auch gesagt, okay, das ist hier jetzt mal ein Long-Entry. Also beziehungsweise der Grund überhaupt war halt der, um das gleich erst auch mal zu sagen, halt ausgehend davon, ja, dass er versuchen wird, hier der DAO das Gap halt zu schließen, was da halt vorgestern entstanden ist, muss er halt erstmal ein bisschen Luft holen. So, und dann hat man hier halt gesehen, da war halt einfach Ende an der 938. Das ist wie immer eine Linie, die halt aus der Vergangenheit kommt und wo halt eben in der Vergangenheit schon mal Support und Resistance gedreht hat. Das heißt, wo wir schon mal Paritätswechsel gehabt haben. So, und die 713 aus genau dem gleichen Grund wie immer. Das heißt, hier haben wir einfach den letzten Widerstand gehabt, ja. Also hier tagsüber sieht man ja recht deutlich, da ist es ja öfters dran gescheitert, da ging es auch mal ordentlich runter. Und dann ist er halt eben hier nochmal dran gestoßen, gestern Abend, dann halt mit Karacho durch. So, Widerstand war nicht bestätigt. Also ist es ganz einfach das nächste logische Rücklaufziel, was erstmal angesteuert werden müsste. So, und deswegen habe ich auch gesagt, gut, wenn das erledigt ist, dann kann man da mal long versuchen. Ich bin jetzt auch noch long und das heißt jetzt natürlich nicht, dass der jetzt hier am Stück nach oben durchzieht. Also ich bin ja hier im Stundenchart. Kann natürlich sein, dass ich jetzt trotzdem rausfliege. Ich bin auch, habe auch hier, kann ich mal kurz zeigen, ein Entry an anderer Stelle hier drin. Ich bin vorhin nochmal reingegangen. Ich habe den zwischendurch mal aufgelöst und bin halt hier nochmal rein. Habe jetzt auch gerade schon einen Teil rausgetan, weil ich das halt einfach grundsätzlich als Chance sehe und deswegen war das jetzt auch für mich ein Trade, der halt lohnenswert ist. Ja, ist natürlich jetzt doof für die,
die jetzt nicht in der Gruppe sind, die sagen, wow, da ist ja schon irgendwie ein Trade da, ist ja, könnte ja auch gefaked sein. Nein, ich habe das heute Morgen auch in der Gruppe genannt und eben, wie gesagt, auch im Blog beschrieben. Also deswegen, da ist jetzt auch irgendwie nichts gefaked, weil es ist halt einfach jetzt mein Ansatz, NFPs hin oder her, weil auf die Zahlen, die da kommen, gebe ich halt grundsätzlich überhaupt nichts. Das ist mir halt wirklich völlig egal, ob die jetzt positiv sind oder negativ sind, weil man weiß sowieso nicht, ob nicht alles schon in irgendeiner Form halt eingepreist ist. So, wenn er das jetzt machen sollte, im DAX habe ich halt auch gesagt, eigentlich long, aber da komme ich gleich drauf nochmal. Also wenn er das jetzt machen sollte, wäre natürlich hier die 851, ja, das sieht man, da ist er heute Nacht nicht mehr drüber gekommen. Die gab es aber auch schon vorher und da ist er auch gestern schon mal in diesem Flash-Crash, den er da hingelegt hat, auch schon dran gescheitert. Und das wäre natürlich jetzt die nächste Hürde, wäre aber trotzdem jetzt nicht unbedingt hier ein Short-Entry, sondern weil das ist halt so offensichtlich, der Punkt hier, da sind wir nicht die Einzigen, die das sehen. Also das ist mir viel zu offensichtlich. Ich würde eher hingehen, würde mir halt hier oben in dem Bereich was suchen, weil da haben wir halt auch diverse Widerstände. Hier diese Abwärtskerze, das hier, das ist ja nur ein Innenstab. Das heißt dann eher so in dem Bereich hier oben irgendwo, da könnte man nochmal versuchen, wenn es jetzt einen Ausbruch geben sollte, ja, zum Beispiel hier an der Öffnung von der Kerze, die jetzt die Abwärtsbewegung getriggert hat, das ist die 878, da könnte man eventuell, wie gesagt, keine Empfehlung, aber versuchen da auch mal dagegen zu halten. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal noch mit dem Value Profile anguckt, das war heute Morgen übrigens auch hier ein sehr, sehr schöner Match an der Stelle, ja, wo halt drauf aufgesetzt ist, hier eine kleine Übertreibung runter, aber direkt zurückgekauft. Hier 5-Minuten-Chart und drüber gelegt ist hier der 15-Minuten-Chart. Von daher kann das schon passen. Ich glaube, Value Profile muss ich nicht mehr erklären, habe ich in so vielen Webinaren gemacht. Wenn aber trotzdem jemand eine Frage dazu hat, dann bitte einfach stellen. So, jetzt habe ich ja gesagt, hier die 878, also die 880 in etwa. Da sollten wir halt jetzt nochmal gucken, ob wir da auch noch was anderes finden als Widerstand, der irgendwie dazu passt, weil ich natürlich schon versuchen würde, das zu kombinieren. Da ist jetzt nicht wirklich was. Das heißt, gar nicht so einfach. Grund aber ist natürlich auch, weil hier oben hatten wir ja schon eine deutliche Range auch in dem Bereich. Und kann ich hier auch mal versuchen einzuzeichnen, dass man die hier ein bisschen genauer zu greifen kriegt. Ja, wo halt auch so der letzte Dip in der Range, bevor es nochmal hochging, war hier unten. Also das wäre so das Einzige, aber jetzt irgendwie Fibus oder irgendwas in die Richtung finde ich da nicht. Und aber kann ja auch genauso gut sein, dass mir jetzt hier der Long jetzt einfach hier um die Ohren fliegt. Und dann war das Ganze halt nichts. Ja. Trotzdem ist es mir den Versuch jetzt an der Stelle wert. Und deswegen lasse ich den Trade jetzt auch mal drin. Der liegt jetzt erstmal hier 60, 70 Punkte vorne. Wie gesagt, ein Teil ist jetzt eh schon raus. Von daher ist es jetzt erstmal okay an der Stelle. So, 6 Minuten haben wir noch. Muss natürlich auch die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Was ich natürlich auch, wo man halt immer ein bisschen drauf achten muss, ist, oder wo ich der Meinung bin, sollte man drauf achten. Wir haben ja halt hier bei den NFPs, ist es halt, die sind ja um 14.30 Uhr. Und da ich immer auch der Meinung bin, es passiert sowieso nichts anderes bei News, als jetzt im normalen Handel auch, dann sollte man natürlich auch die 30 Minuten Kerze da halt schon mitrechnen. Da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen weit davon entfernt. Das heißt, die beiden Grünen hier zusammen ergeben jetzt die 30-Minuten-Kerze. Das wäre dann leider Gottes, wenn es jetzt runterkommen sollte, genau mein Entry da unten. Das wäre natürlich doof, aber kann halt leider passieren. So, trotzdem, wie gesagt, ich bleibe da jetzt erstmal dabei. Gucken wir jetzt, ob wir hier auch ein neues Hoch machen, darüber rausgehen. Und dann hier oben würde ich auf jeden Fall mindestens einen Teil auflösen, wenn nicht sogar halt Short gehen da oben. Da muss man gleich mal gucken, was jetzt überhaupt passiert. So, also bis jetzt stimmt zumindest mal die Richtung, die ich haben wollte. Und wäre natürlich schön, wenn er einfach da oben durchläuft, habe ich auch nichts dagegen. Aber man weiß es eben nicht, ne? Ganz klar. Okay, so, ich gehe mal nochmal zurück hier in das andere Bild. So, beim DAX das Gleiche, und da habe ich halt auch gesagt, irgendwie, also ich war da vorhin schon
mal eine Runde longen, aber der musste ja leider wieder ein bisschen nach unten kippen, aus dem einfachen Grund, einfach von der Struktur her. Also wir haben halt hier die 929, die hatte ich halt im Vorfeld auch als Volumenpunkt genannt, als Anlaufstelle. Und da hat er jetzt halt ein bisschen übertrieben gestern darunter. Irgendwie mit, wo war hier das Tief? Ich habe hier gar kein Stereo-Trader drauf hier in der Analyse. 760 ist natürlich schon deutlich und drunter. Also irgendwie 170 Punkte oder so, schon ein bisschen heftig. Aber hier wurde natürlich auch deutlich zurückgekauft wieder und hat dann wieder an der 929 geschlossen. Und dann ist es natürlich halt auch nochmal so ein Anlaufziel. Ja, also ohne dass ich hier das Volumen einblende, würde ich aber doch wetten, das kann ich auch gleich mal noch gucken, dass da halt auch volumentechnisch, zum Beispiel vom Volumenprofil, irgendwas zu finden ist. Ja, weil das wurde ja einfach deutlich gehandelt, der Punkt. Und von daher ist es natürlich jetzt halt auch eine plausible Anlaufstelle. Und weil hier unten eben supported wurde, ja, relativ blitzartig wurde es ja eigentlich zurückgekauft, ähnlich wie im DAO, hier unten ja auch, bei dem natürlich nochmal dreimal krasser als im DAX. Der ist ja gestern halt hier fast durch die Decke gegangen am Stück. Das war natürlich ein bisschen heftig. Ich bin übrigens selbst überfahren worden mit Short, weil ich gedacht habe, ich könnte hier unten noch irgendwie weiter Short skalieren und es war am Ende leider nur teuer. Also, ich mache leider auch nicht alles richtig. Hat mich gestern dann ganz besonders geärgert, weil ich eigentlich sehr, sehr guten Vorlage gegangen bin gestern an dem Tag. Und dann kommt halt irgendwie dann zum Schluss quasi nichts mehr bei raus. Ist natürlich nicht schön. Aber auf der anderen Seite, man hätte es auch sehen können. Ja, weil es halt einfach halt hier so der letzte Punkt war. Ich hatte ihn sogar eingezeichnet. 260 und auch noch genannt. So, lass uns mal gucken. Jetzt kriegen wir hier ein bisschen Bewegung. Ich gehe jetzt erstmal zurück in meinen Handelschart hier an der Stelle. Ja, So, der Trump 700. hat wieder getweetet, dass die Ja. Gespräche mit China sehr gut laufen. Also Ah, okay. Macht der jetzt gerade die Bewegung hier? Der soll sich mal raushalten bei den NFPs. Kannst du dem mal irgendwie eine Nachricht schicken oder so? Das ist gerade ein ich schreibe bisschen, ihn jetzt mal an. hilft jetzt gerade nicht wirklich. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier mit der Range. Wenn er jetzt aber zu schnell runterkommt, beziehungsweise hier auch die letzte 5-Minuten-Kerze hier überbietet, dann würde ich da rausgehen. Aber jetzt ist ja erstmal soweit gefahrlos. Und jetzt gucke ich mir erstmal den Trade hier an, da gehe ich gleich noch auf die anderen Werte ein, wie Gold oder so. Habe ich ja auch bis jetzt jedes Mal bei den NFPs dabei gehabt. Und dann komme ich auch gleich noch auf den DAX. Ja, also falls der nach oben gehen sollte, wo da halt eben auch das nächste Anlaufziel wäre und auch ein passender Entry für Short. Ja, also es ist ja natürlich erstmal nur korrektiv, was der da macht. Beim DAO eigentlich nicht anders. Also erstmal ist es halt korrektiv. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Beziehungsweise beim DAO ist es halt seitwärts. Und von daher, mal gucken. So, noch 1 Minute. Ich bleib mal todesmutig hier drin. Ja, hier wird heiß diskutiert, warum Was denn? ausgerechnet jetzt den Tweet rausgegeben hat und aber nichts zu den Zahlen sagt. Normalerweise hat er immer vorher gesagt, dass die Zahlen gut werden und so weiter. Aber der ist sehr still heute. Könnte eine Überraschung geben gleich in 1 Minute. Ah, wir werden sehen. Wahrscheinlich gibt es einen Gap Down mit 100 Punkten und ich gehe mit 0 oder Minus aus der Nummer heraus. Ich sehe es schon kommen. Vielleicht passiert auch gar nichts. Also Das glaube ich kann aber eigentlich natürlich auch nicht, weil von der Struktur her, wie sich heute der Markt darstellt, das war schon irgendwie alles so schon vorbereitend jetzt auf die News. Also weniger, weil sonst haben wir es ja immer so gehabt, dass es dann halt während den News irgendwie gar nichts mehr passiert ist, weil halt irgendwie tagsüber schon alles gelaufen ist. Davon bin ich heute auch eigentlich ausgegangen. Deswegen auch heute Morgen direkt den DAO gehandelt so und gar fünf nicht mal Sekunden den noch. DAX. Ja. So. Ja, erstmal überschaubar. Zack. So, der ist Sehr draußen, gut. genau die Range getroffen. Sehr schön. Das war doch super, ne? Also, auch wenn man den jetzt geschafft hat. 155.000 anstatt 200.000 erwartet, also Okay. weniger. So, jetzt mal gucken, ne? Also, das war halt klar, Range angelaufen. Das ist halt schon typisch. So, ich gehe jetzt mal raus. Das ist mir die Reaktion ein bisschen zu heftig hier an der Stelle. Das hat doch gepasst. Das war doch erstmal nett. Also, wie man sieht, da ist halt auch einfach
behaupte ich mal ganz klar bestätigt, dass irgendwie die Zahlen einfach nicht relevant sind. Also beziehungsweise es kommt Bewegung, ja, aber wohin es geht und die Richtung hat mit Logik nichts zu tun, sondern es hat einfach hier dann nur die Erfüllung letzten Endes vom Chartbild. Und das hier ist halt einfach auch, ja, das ist typisch. Es ist eigentlich genau das, was ich ja sonst auch immer sage. Also halt einfach die Paritätsumkehr. Das heißt ja nichts anderes. Wir haben hier gestern oben noch lange drauf aufgesetzt. Er hat noch über eine Stunde da an der Stelle dann halt rumgemacht. Und das heißt also immer hier wieder Support gebildet und dann aber letzten Endes gebrochen. So, und das heißt, aus dem Support wurde jetzt ein Widerstand und der war auch noch nicht getestet, wie man sieht. Ja, also hier so der letzte Dip, bevor nochmal ein Hoch gemacht wurde, war einfach nicht getestet. Und dann ist das halt einfach hier die nächste Anlaufstelle. Ich habe übrigens vorhin in der Gruppe den Short gepostet, auch hier oben bei 800, ein paar 80 hatte ich genannt, müsste ich nochmal gucken. Also den würde ich jetzt, beziehungsweise ich habe den ja jetzt nicht gehandelt, aber angesagt und würde den rausnehmen. Ja, jetzt nur mal halt, weil ich ja auch eine Statistik in der Gruppe führe, ich würde den hier rausnehmen. Ja, also hier bei 829, das ist einfach nochmal die Value Area. Da sollten wir jetzt eigentlich schon nochmal drauf aufsetzen, bevor es dann weiter hochgeht. Aber der Stop passt auf jeden Fall. Ich hatte 15 Punkte Stop Loss genannt. Und das war ja auch mit der Limit Pullback jetzt eigentlich gut zu handeln. Sieht man ja auch, ja. Also wenn man jetzt hier auf Short gedreht hat und dann hat man eigentlich auch den Fill hier an der gleichen Stelle. Und ich weiß es nicht mehr, kann es vielleicht mal einer kurz reinschreiben, welche Marke ich da genannt hatte? Nochmal genau. Ich sehe es zwar nicht, aber der Nelson kann es mir sicherlich sagen. Sicher auch selber gucken. Ich habe jetzt den, ich habe hier den Browser halt gerade zu, deswegen sehe ich es halt gerade nicht. Das hätte man ja echt direkt drehen können. Das wäre eigentlich jetzt wirklich gepasst. Ich denke mal, dass die Teilnehmer da schneller sein werden als ich, aber ich schau mal. 883 schreibt einer. 883. So, das heißt, wir waren bei 887. Ja, perfekt. Ne? Würde ich mal sagen, der ist auf jeden Fall, war das ein schneller Short. Aber ist jetzt noch nicht raus, aber der Stop-Loss wäre jetzt halt hier oben, ja, also über der 24.900. Also die Geduld würde ich jetzt, also wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Ich sage nur, wenn ich den jetzt gemacht hätte, den Short, die Geduld würde ich jetzt schon aufbringen, dass wir hier nochmal zurücksetzen auf die Value Area. Auch wenn er jetzt hier so ein bisschen Range ausbildet auf einer Minute. Möglicherweise kriegen wir den auch nochmal getestet. Da würde ich den, glaube ich, sogar selber machen. Jetzt dann eben auch hier und dann halt eben bei einem tieferen Tief versuchen, tieferen Hoch versuchen. Also hier so in dem Bereich hier nochmal knapp dran. Und gucken, vielleicht kriegen wir den ja nochmal. Und Stop-Loss Euro, Closer. Gold und kanadischer Dollar machen sehr, sehr schöne Bewegungen aktuell. Kanadische Dollar. Ja, Ja, klar. ich werde den auch immer wieder erwähnen. So, Gold Ja, macht da gerade brauchen neue. wir hier eine Go-To-Webinar-Lösung mit Bildschirm. Also, dann können wir sowas gerne machen. Ich habe eh mal schon einen zu wenig. Deswegen habe ich jetzt hier gerade mal hier den zweiten VPS auch noch draufgeschaltet, weil da gucke ich eigentlich immer sonst auf dem anderen Bildschirm eben halt drauf. Ne? Und deswegen. So, mal gucken. Also, wie gesagt, das wäre dann halt der Exit hier an der Stelle, beziehungsweise hier knapp drunter wird er wahrscheinlich gehen. Das ist halt hier von der 5-Minuten-Kerze. Hier einfach nochmal der Kerzenkörper. Und aber ich werde da jetzt trotzdem auch nicht long nochmal gehen. Also nicht an der Stelle, für einen Scalp reicht es vielleicht, aber muss man jetzt nicht haben. Weil ich bin jetzt erstmal hier raus, ist ja alles gut. Und irgendwie mit 300 Punkten, also ne, das ist natürlich ein bisschen mehr an der Stelle, weil halt, weil der Teilverkauf da halt gerechnet wurde, beziehungsweise zwei Teilverkäufe. Deswegen stimmt die Punktzahl so natürlich nicht ganz, aber es waren trotzdem 130 Punkte von dem Entry unten aus. Das ist schon okay. So, wie gesagt, also wenn er nochmal vorher kommen sollte, mache ich den. Ansonsten, gesagt, ich mache das jetzt eben nur gerade für meine Statistik, die ich ja in der Gruppe auch immer führe. Ich weiß, es sind da wahrscheinlich auch einige dabei, die nicht in der Gruppe sind. Ich kann ja mal kurz irgendwie zeigen, wie Da die. ist auch eine Frage hier zu dieser Gruppe. Wo findet man diese? Ja, Moment.
gleich. So, das hat hier die Statistik. Da fehlt jetzt von gestern. Gestern waren irgendwie 25 Punkte minus, aber heute sind es 24 plus. Das fehlt halt und das sammle ich halt einfach die ganzen Trades, die ich mache. Also sei es jetzt die ich im Webinar, in Live-Trading-Webinaren wirklich konkret mit Entry und Exit halt ansage und handle oder halt eben auch die Trades, die ich in der Gruppe dann halt poste, wo ich dann halt sage, hier rein, da raus, der und der Stop-Loss und das jetzt eben seit August ist es halt das Ergebnis. Das ist jetzt brutto, das heißt, Spread und so weiter ist hier nicht abgezogen, aber es sind 182 Trades, waren das jetzt halt in Summe 42 Punkte am Tag im Schnitt und so sieht es halt aus. Ja, und da kommt jetzt, käme jetzt natürlich, der hier kommt jetzt natürlich nicht dazu, also mein Long natürlich nicht, weil ich den ja nicht genannt habe, so, aber der Short hier jetzt schon, falls er nochmal kommen sollte und wenn der natürlich jetzt halt nicht funktioniert, dann kommt er natürlich auch genauso gut mit einem Minus dazu. Ja. Aber das eben halt nur mal am Rande. Die Gruppe heißt Traders Club von StereoTrader.net. Habe ich das hier drauf? Ja, nee, doch. So heißt die Gruppe. Oder beziehungsweise so hieß sie mal. Sie heißt eigentlich nur Traders Club StereoTrader bei Facebook. So, Gold. Oder, Moment, ich bleibe mal ganz kurz noch hier im DAO. Erstmal noch drin. So, da kommt jetzt mein Entry. Kriege ich den? Komm, den holen wir uns so. Der Stop ist ein bisschen knapp. Ey, ich wollte den Stop verschieben. Neues Hoch brauche ich natürlich nicht an der Stelle. So, kann jetzt halt sein, dass ich jetzt ein bisschen unglücklich, hätte ich auch per Limit machen können. Naja. So, mal gucken, ob der da durchgeht. Bis hier ein Stop von 13 Punkten. 15 hatte ich vorher bei dem anderen angegeben. Aber ist jetzt eigentlich, also ein neues Hoch darf er natürlich nicht machen. Dann lasse ich mal kurz ein bisschen Luft. Wahrscheinlich ist es jetzt der Vorführeffekt. Wahrscheinlich geht genau der jetzt nicht auf. Aber dann ist es halt so, kann ich es nicht ändern. Gehört halt eben auch dazu, ganz klar. So, erstmal kein. Nur, dass du es mal gehört hast, wird nach deiner Einschätzung zu Euro als Dollar gefragt. Ja, ich bin da zwar nicht so der Experte im Euro, aber ich kann mir den trotzdem gleich mal angucken. Da ist eigentlich immer der Thorsten Helbig, der ist da halt der Euro-König sozusagen. Der hat den viel besser im Griff als ich. So, eine Minute. Das heißt jetzt hier, jetzt haben wir erstmal ein höheres Hoch, ist erstmal gut und eine schwarze Kerze, 14,38. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen mit dem Timing. Weil die 15-Minuten-Kerze wird natürlich jetzt fertig. Gucken wir uns auch mal an. 5 Minuten und 15. Ja, der kann jetzt schon noch mal ein bisschen Motivation bekommen, aber ich bin da jetzt erstmal guter Dinge, dass das jetzt erstmal so weit hält. Wie gesagt, wenn nicht, dann ist das halt so, ja. Jo, ne. Geht tatsächlich eine Runde höher. Also die von der Gruppe, beziehungsweise der Trade in der Gruppe ist sogar noch drin. So, gut. Ist ja nicht schlimm. Geht dann halt hier jetzt ein bisschen was runter. Passt schon. Hat er tatsächlich hier nicht mehr aufgesetzt. Hätte ich jetzt aber schon gedacht. Also wenn jetzt hier wirklich die Range zurückkauft, das wäre natürlich schon ganz schön heftig. So direkt im ersten Anlauf ist eigentlich eher selten. Aber die Stundenkerze, die sieht natürlich echt, die sieht schon gut aus, was er da macht. So, und deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich glaube, das hat sich ja dann jetzt auch bewahrheitet, wo ich gesagt habe, nicht hier an der Stelle ist kein Short Entry, kein Short Level. Was man handeln sollte, ist einfach viel zu offensichtlich. Das sieht einfach jeder Blinde sowas, ja. Und da sucht man dann echt lieber einen Punkt drüber. Also ich meine, hier hat es ja gepasst, ja. Jetzt hat nur mein Trade hier jetzt an der Stelle nicht mehr gepasst. Aber im ersten Anlauf waren das ja hier ganz locker mal 50 Punkte in einer Bewegung. Und schnell und zielsicher. Das ist ja schon, glaube ich, recht ordentlich. Und wogegen, wenn man halt das Level hier geschortet hat, ist man halt mit bis zu minus 30 halt rausgeflogen oder steckt immer noch drin und kommt nicht mehr da weg. So, von daher lieber immer Sachen suchen, die nicht so offensichtlich sind und jetzt auch hier auch nicht
blind dagegen halten, das bringt überhaupt nichts. So, ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Also das heißt, hier würde ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt was sucht, was man halt handeln kann, ja, was halt auch Aussicht auf Erfolg hat, da würde ich dann halt tatsächlich erstmal abwarten, bis wir auf 15 Minuten mal halt irgendwie eine schöne schwarze beziehungsweise rote Kerze haben. Und dann halt mal, also die natürlich dann auch entsprechend bis unter das Tief der anderen runter muss. Hey, ja, ja, hätte ja Long ja noch einiges mehr gebracht, ja. Aber gut. Am ersten Widerstand raus ist auch nicht unbedingt falsch, weil natürlich an so einer Stelle kann es halt einfach immer passieren, dass dann halt die andere Seite kommt und sagt, so reicht jetzt erstmal raus hier. Und das sieht man ja oft bei News, dass dann halt die erste Bewegung dann halt die falsche ist und es dann nachher dann halt in die andere Richtung aufgeräumt wird. Und da wollte ich jetzt nicht unbedingt dabei sein, deswegen bin ich da jetzt erstmal raus. Der nächste Entry kommt bestimmt. So, dann gehe ich mal nochmal zurück hier auf das Bild. Also über Bewegung dürfen wir uns heute nicht ärgern. Nee, absolut nicht. Das sieht wirklich richtig gut aus. Hab schon gesagt, US-Dollar, kanadischer Dollar, 100 Pips Bewegung? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Nein. So, im DAX haben wir jetzt hier die 10929. DAX, eine Schlafmütze, das ist einfach nur unglaublich, ne? Eieiei. Deswegen ist es viel besser, den DAO zu handeln. Also gerade bei sowas, wenn ihr gerade gesehen, das war ja halt wirklich viel, viel netter. So. Ja, DAX. So. Dann versuche ich mal kurz zu dem auch noch ein bisschen was. Oder ich bleibe mal ganz kurz beim DAO. Erstmal, mach mal hier eins nach dem anderen, damit man es so ein bisschen einschätzen kann, wie das weitergeht, weil es ja doch eigentlich immer recht gut passt. Ich mache mal hier den Tageschart auf, beziehungsweise gleich auch mal den Wochenchart hier im DAO. So, erstmal hier aus, alles, was man nicht braucht. Einfach mal den nackten Chart. So, das war die Kerze von gestern, die sagt wenig aus. Also hier unten das Tief, ja, das war eigentlich auch jetzt nicht so schwer zu sehen. Wie gesagt, ich habe selber nicht gehandelt, klingt im Nachhinein immer total klasse. Ich bin ja auch davon ausgegangen, der fällt da durch. Das ist halt immer die eine Sache, das halt irgendwie zu analysieren und dann halt irgendwie mit Abstand, ja, oder wenn man halt mitten im Trade hängt und dann plötzlich kommen dann so lustige Fantasien, wie crasht jetzt runter durch und das ist alles immer nur hinderlich. Am besten überhaupt gar keine Fantasien irgendwie haben, sondern einfach nur gucken. So, was der DAO hier macht. Ich bin ja immer, wer hier öfter schon dabei war, der kennt ja meinen Ansatz. Also erstmal halt Paritätsumkehren suchen und dort die Bestätigungen handeln, weil es halt einfach eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote dort ist, eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Und das andere ist eben Kontext. Ja, also das heißt Außenstäbe im Sinne der Markttechnik. So, gucken wir uns das hier mal an, was der DAO hier macht. Also, wieso mal den letzten Außenstab? Und das heißt, wir haben hier, sind eigentlich nicht short, sondern der letzte Außenstab ist hier, also im Wochenchart, wohlgemerkt. Wir haben ja heute Freitag, deswegen ist das natürlich relevant. Und die letzte, die ist hier ganz klar nicht rot, Farbe stimmt so nicht, sondern die ist tatsächlich grün. Gucken wir hier irgendwas in der Richtung haben, damit man so ein bisschen, ja, blau ist auch okay. Sieht man nur irgendwie nicht wirklich, ne? Ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. So, das heißt, das ist der letzte Kontext. Und wenn der DAO jetzt wirklich heute übertreibt, dann könnte der tatsächlich versuchen, hier oberhalb von der Kerze auch zu schließen. Und das heißt, da wären wir irgendwo dann in dem Bereich von 25.570. Das ist jetzt natürlich eine ordentliche Strecke, aber und deswegen, oder sagen wir es mal so, das war halt jetzt auch mit ein Grund, warum ich halt heute eigentlich wieder eher long bin, weil erstens hat es gestern hier unten gehalten und zweitens ist es halt einfach so immer das, was halt so ein Markt versucht, ja, den Kontext zu halten. Und wir haben halt Freitag, wir haben den Wochenkontext, ganz klar. Und deswegen ist es noch nicht mal irgendwie unwahrscheinlich, dass der bis da oben hinläuft. Also ich würde es nicht ausschließen. Es kann natürlich auch sein, dass ich hier völlig falsch liege, ja, und der jetzt in einem Rutsch dann doch wieder runtergeht. Ich glaube es aber irgendwie nicht wirklich. Und aber das hat eben mal nur mal zum Gesamtbild, weil einen Trend kann man hier eigentlich nicht mehr erkennen, sondern das ist halt einfach seitwärts. Und wo man dann halt gucken muss, wo stehen wir gerade. War natürlich ein bisschen gemein,
halt irgendwie die letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen, weil das sah ja wirklich so aus, hier unten fast abgeschlossen, als käme da jetzt eigentlich nur noch so ein Plupp darunter. Aber nee, da hat es dann halt mal komplett gedreht. Das war natürlich ein bisschen mies, ist jetzt aber nicht unbedingt die Regel. Also, sondern im Allgemeinen ist schon so, dass der Kontext ausschlaggebend ist und auch gerne fortgeführt wird. Also was da halt irgendwie die Amis geritten hat, weiß ich nicht, kann es nicht sagen. Aber das sind halt eben Ausnahmen, bestätigen die Regel. Aber generell ist es halt immer nichtsdestotrotz ein sehr guter Anhaltspunkt, ein brauchbarer Anhaltspunkt. So, und ansonsten müssen wir mal gucken jetzt nochmal, also hier Stundenchart, beziehungsweise das hatte ich ja, deswegen kann ich auch noch kurz drauf eingehen, dass man es hier auch noch ein bisschen deutlicher sieht. So, die 713, das passt, ja. Also ich denke mal, das habe ich ja vorhin auch schon erklärt. Das war hier einfach der letzte Widerstand, der nicht bestätigt wurde. Entsprechend ist der jetzt halt mal angelaufen worden. Und kann jetzt aber trotzdem sein, ja, also das muss jetzt natürlich nicht zwangsläufig heißen, dass es jetzt ab hier komplett da oben durchgeht. Das wissen wir entsprechend erst dann, wenn wir hier oben drüber geschlossen haben. Also wenn wir halt hier einen Schlusskurs haben, der oberhalb jetzt hier von 900, also Tageshoch dann gestern halt quasi liegt, Stundenschluss, dann kann man schon eher davon ausgehen, dass es auch nach oben fortgesetzt wird, die ganze Geschichte. Und dann haben wir halt hier oben entsprechend ja, etliche Anlaufziele. 189 wäre eigentlich so das nächste oder knapp drüber, weil da haben wir Ähnliches, nämlich hier auch in dem Bereich eine Range. So, mal gucken. Ja, die ist zwar schon ein bisschen älter, eine Range, die einfach nur nach unten durchschlagen wurde und weiter ist dann nichts passiert. Und da würde halt eigentlich auch fehlen, dazu passt auch die 189 ganz gut, da fehlt halt eigentlich auch, also wenn er da hochläuft, sollten wir da auch eine Reaktion kriegen. Und die dann entsprechend auch nochmal hier runter zum Beispiel bis zu so einem Punkt halt eben reichen kann. Heißt, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwie zur Kassaeröffnung als Beispiel hochlaufen auf die 25189, dann wäre es auch schon genauso wieder plausibel, dass wir dort erstmal abprallen und dann zurücklaufen hier auf die 938. Ja, so in dem Bereich. Also das halte ich für recht plausibel, so eine Bewegung, weil es wirklich nur selten passiert, dass es halt alles in einem Rutsch geht. Und gehe jetzt mal davon aus, dass die Panik hier erstmal so ein bisschen raus ist, weil das hier war natürlich eine Ausnahme, genau wie dieser, das war ja halt tatsächlich ein Flash-Crash, den wir hatten, waren 3 Minuten 600 Punkte runter. Das ist schon ein bisschen heftig, aber das sind ja Ausnahmen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt heute mal wieder einen halbwegs normalen Handel haben und deswegen würde ich dann halt mit sowas tatsächlich rechnen. Das heißt, das wäre halt dann auch ein Short-Entry, dann für mich wieder bei 189 und wie gesagt, wird von dort versuchen, maximal die 938 oder mindestens halt hier den letzten Support in der Aufwärtsbewegung hier, die 25 beziehungsweise 25029 ist es bei mir halt genau, die zu erreichen. Ja, das sind halt irgendwie 180 Punkte beziehungsweise 160. Das ist ja auch jetzt nicht so wenig, aber das ist auf jeden Fall eine Strecke, die ich gerne handeln würde, wenn sie denn so kommt. So, dann mal zum DAX. Den haben wir ja noch so wirklich so gar nicht gehabt heute. Also doch, die 10.929 habe ich halt ja gesagt. Das ist halt ein plausibles Anlaufziel. Da ist er auch gerade mal in Versuchung gewesen, mal dran zu laufen. Aber der krebst halt hier einfach nur rum. Also ich habe den noch heute gar nicht gehandelt und auch nicht groß kommentiert, weil es ist halt einfach nur schwach, was der sich da halt abhält. Sollte der jetzt aber halt durch die Amis beflügelt, weil die ja auch gerne mal kaufen, wenn es billig ist, halt beflügelt fühlen, da die 10.929 hier im Stundenschluss zu erobern und dann gehe ich davon aus, dass wir hier oben hinlaufen bis zur 11.033. Hier haben wir Ähnliches halt auch, ja, es war jetzt nur eine Kerze, die wir halt hier haben im Stundenchart, aber nichtsdestotrotz war das halt hier auch nochmal ein Support, wo er, also nachts zählt jetzt eigentlich nicht wirklich, ja, aber hat trotzdem irgendwie ja gereicht, um sich hier nochmal irgendwie zu stützen. Das heißt, hier sind wir eine Stunde rauf und runter gelaufen und dann kam Kassa und hat das Ding nach unten voll gemacht. So, gleiches Prinzip wie immer. Hier fehlt Paritätstest und da entsprechend wäre das ein Short Entry, der dann auch nochmal reichen kann, bis mindestens, würde ich mal behaupten, in dem Bereich hier. Also irgendwie 50 Punkte oder so. Der DAX macht natürlich jetzt nicht solche Riesenstrecken. Oder auch nochmal zurück bis zur 10, 9,
2,9. Ja, also das wäre dann halt so eine Bewegung, die ich halt für irgendwie machbar halte. Weil dann kommen wir halt auch, wenn man sich das hier mal so anguckt, wenn man das irgendwie mal vervollständigt hier, das wäre halt, finde ich, denkbar. So, und was dann passiert? Gute Frage, nächste Frage. Wenn wir aber, also das wäre halt eine mögliche Bewegung, ja, tatsächlich auch nochmal da hoch, ist natürlich jetzt nur eine Idee, ja, also das muss so nicht kommen, kann genauso gut sein, dass der dann halt hier dahin läuft, nochmal runter und dann halt hier einfach sich das nächste Ziel sucht, ja, aber das wäre ja einfach auch nur eine Fortsetzung von Short. Und da habe ich heute Morgen auch noch was dazu gesagt, also hier ab 10.600, da dürfte es meines Erachtens eng werden für die Bären. Und das zeige ich euch mal lieber mal kurz im Tageschart nochmal. Da dürfte es eng werden für die Bären, weil, ja, hier sieht man das ein bisschen besser. Was ist denn da für ein roter Kasten? Das ist wahrscheinlich noch irgendwie vom letzten Mal. Also, das ist übrigens hier nochmal zu dem Thema Kontext. Das ist übrigens die letzte Wochenkerze. Also, ich bin jetzt hier im Tageschart, aber hier habe ich die letzte Wochenkerze markiert. Und da sieht man halt auch schön, ja, dass es halt dann auch versucht wird, entsprechend da unten fortzusetzen. Das hat er dann halt gemacht und ist dann jetzt halt eben auch mal unten rausgefallen. So sieht man dann noch hier ein bisschen besser. Wochenchart. Ja, das sollte man echt nie unterschätzen. Also die Wirkung von Außenstäben, das ist schon echt brauchbar. Also das war die Wochenkerze, dazwischen war alles nur Geschiebe und Gewackel und entsprechend dann halt hier einmal beim unten raus. So, und hier im Wochenchart sieht man es eigentlich auch gut, warum es da unten eng wird. Weil wir haben im Wochenchart hier genau das gleiche Prinzip wie das, was ich halt immer mit Paritätsumkehr und so weiter benenne im Stundenchart. Hier nämlich auch, ja, also lange irgendwie Widerstand, lange, irgendwie mehrere Wochen, 2 Monate oder wie viel war das halt hier. Und dann ging es dann halt final mal drüber. Und das war entsprechend hier die 10,7. So, die muss jetzt aber so genau nicht funktionieren. Ich würde mir da eher Schlusskurse suchen. Hier irgendwo oberhalb, was wir da halt hatten. So die meisten Schlusskurse. Und dann sind wir halt eigentlich in dem Bereich 10.000, ja doch, 10.705 oder vielleicht hier die letzte 10.684. Und bei mir ist es halt eben die 10.667. Warum jetzt? Sehe ich jetzt hier zwar auch nicht mehr ganz genau, aber es könnte sein wegen dem Support hier, weil die ist schon uralt, die Marke, und ich verändere die eigentlich nie. Und das müsste tatsächlich genau dieser, ja, ziemlich genau irgendwo der Punkt hier gewesen sein. Also die ist echt schon ein paar Jahre da drin bei mir. Und weil das verändert sich ja halt nicht. Also ich handle ja nicht diagonal, weil ich davon überhaupt nichts halte. Und daran nicht glaube, dass man damit irgendwas anfangen kann. Zumindest dann nicht, wenn Volumen im Markt ist, sondern da sind es halt einfach immer die gleichen Devils, die halten. So, aber wie gesagt, gleiches Prinzip, ja. Also wenn ich mir das hier mal einzeichne, da mal einfach mal eine Linie hinmache, machen wir die mal grün, damit man es auch besser erfassen kann. Ups, bin ich farbenblind heute. Hallo? War doch grün hier. Ignoriert mich hier, das gibt's ja nicht. So. Na also. Ja, vom Prinzip her eben das Gleiche. Hier massiv Widerstand, dann ausgebrochen und nie wieder getestet. Und deswegen ist das jetzt natürlich auch ein Level, was für die Bullen mit Sicherheit interessant wird. Und mit Sicherheit heißt jetzt nicht, dass der mit Sicherheit da long geht, aber mit Sicherheit wird es so sein, dass halt, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die hier auch nochmal zuschlagen. Und weil so viel massiv, wie das hier irgendwie umkämpft wurde, also wenn die nicht alle gestorben sind seither, die das in 2016 gehandelt haben, dann werden die auch sicher an der Stelle nochmal auf den Plan kommen und sagen, so, hier will ich nochmal rein. Das war billig, da oben, das war alles Mumpitz, okay, war zu teuer, aber hier ist nochmal ein Kauflevel. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir so ohne weiteres da durchfallen. Also das würde mich doch sehr, sehr, sehr wundern. Und das Maximum wäre dann halt eigentlich hier auch so das letzte Tief von dieser Abwärtsbewegung. Das wäre aber schon heftig tief. Und selbst daran glaube ich auch nicht.
Da wären wir irgendwo im Bereich um die 10.000, ja, knapp an der 10.000 wäre man dann schon. Aber, also ich glaube es noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir weiter als 10.400 da wirklich runterkommen. Und wie weit es dann halt ab da läuft, das steht natürlich so ein bisschen in den Sternen, ja. Aber es wäre durchaus denkbar, dass wir von da nochmal hochlaufen in Richtung 12.000 und vielleicht sogar mehr. Also mich würde es jedenfalls nicht wundern. Und wenn hier unten plötzlich halt ordentlich die Bullen auf den Plan kommen. Und ich bin halt auch nie so ein Fan von irgendwie Crash-Szenarien. Passiert sowieso meistens nicht. Dann passiert es einmal irgendwie alle 7 oder 10 Jahre. Und dann kann man sagen, siehste, habe ich doch gesagt, aber davon kaufen kann man sich halt letzten Endes nichts. Und deswegen glaube ich halt eher, dass wir hier sowas nochmal kriegen und dann nochmal hoch. Klar kann es auch irgendwann mal da durchgehen, aber im ersten Anlauf glaube ich nicht. Da sollte man sich, glaube ich, auch so ein bisschen drauf einstellen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie länger short-orientiert ist, weil es ja auch so Zahlen gibt, irgendwie um die 8.800. Das wäre hier unten so, dass zum Beispiel, klar wird die auch irgendwann wieder kommen, ja, aber ob das jetzt halt im nächsten Januar oder Februar ist, weil es ja Jahresanfang auch gerne mal runtergeht, ich sehe es noch nicht. Also dafür ist das hier alles zu massiv gekauft worden. Gut, so. Was macht denn hier der liebe Dow? Der Ah, DAX, jetzt der der wartet DAX. auf die CDU-Entscheidung gleich. Ach je. Aber ist heute die Wahl zur Ja, ich meine jetzt gleich Parteivorsitz, um glaube ich. 15 Uhr. Ach je, es ist, als ob das irgendwie, na gut, als ob das da irgendwas retten würde im DAX. Glaube ich halt auch nicht dran. So, hier sieht man, ja, der hat jetzt, habe ich nur leider jetzt gerade übersehen, das hätte man tatsächlich handeln können, ja, also hier. Ist natürlich auch die 10.929, die ist jetzt hier noch nicht eingezeichnet, ist aber auch gleichzeitig, das hatte ich ja vorhin gemeint, ja, bei 10.929 habe ich gesagt, da wette ich drauf, da ist im Volumen irgendwas zu sehen und siehe da, bei der 10.924, dort haben wir den Point of Control von gestern, das heißt, dort ist gestern das, die sind gestern die meisten Kontrakte gedreht worden, ja, also von daher passt es doch. Schön ist immer, wenn man solche Marken halt vorher kennt, weil ich habe die schon vor, keine Ahnung, 2 Wochen genannt, die 10.929. Und dann auch gesagt, so, das ist dann die nächste Anlaufstelle und wo auch entsprechend Volumen entstehen wird, nach aller Wahrscheinlichkeit. Und das hat halt ja mal wieder gepasst, Eine dass kleine das halt Frage, so ist Dirk. jetzt. Ja. Die grauen breiten Linien, was sie bedeuten, wird hier gefragt. Das sind die 100er-Marken einfach nur. Die hier, ne? Ja, ich Das denke sind, mal, dass das gemeint ja. ist, ja. Also kann man ja, Mysterio Trader, den ja hier sicherlich jeder hat, ja, von den Teilnehmern, kann man das einfach einblenden, hier runde Marken rein, raus. Und das ist also einfach nur die 100er. Ah, der kommt ja wirklich überhaupt nicht aus dem Quark, der DAX. So, was macht der Dow zwischenzeitlich? Ups, na, wo ist er? Ja, korrigiert auch mal ein bisschen. Gut, hätte ja hier oben noch mal funktioniert, aber okay. Ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie einen Aktionismus verfallen, sondern habe den jetzt halt hier erstmal gelassen. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn man hier Short sucht, wäre für meine Begriffe ein guter Ansatz, erstmal abzuwarten auf, naja, ich wollte die 5 Minuten, dass man auf 15 Minuten entsprechend mal eine Umkehr haben, die haben wir jetzt hier aber gar nicht. Ja. Das ist die 15-Minuten-Kerze, die ist einfach nur long. Und wahrscheinlich wird der jetzt gleich im Anschluss auch nochmal hochrennen, wenn jetzt irgendwie die Stunde halt voll ist. Das sind ja irgendwie noch 15 Sekunden, können wir gleich mal gucken. Oder halt hier vielleicht nochmal dann den alten Support an der Stelle testen. Gerade mal gucken, ob das vielleicht sogar nach Legende handeln könnte. Was haben wir denn hier in dem Bereich? Ups, 902. Ja, die 938 hat es noch nicht gemacht. Die hier, ja, die ist mir noch ein bisschen zu frisch, zu neu. 878. Ja, aber nichtsdestotrotz, erste Reaktion erstmal hoch. Ja, das ist halt typisch. Wenn jetzt irgendwie halt so eine Aufwärtsbewegung halt abgeschlossen ist, jetzt hier auf Stunde oder 15 Minuten,
Das ist jetzt erstmal die nächste Reaktion. Deswegen sage ich ja, auch wenn dann sowas kommt, so, oh, geht runter, ich muss da jetzt short. Nein, dann muss ich nicht short. Also kann man machen. Ich mache manchmal auch so einen Quatsch und es kostet aber einfach meistens nur unnötig Geld. So, deswegen würde ich erstmal abwarten. Das heißt, wenn diese 15-Minuten-Kerze, die man hier im Hintergrund sieht, wenn die hier drunter schließt, ja, also hier in der Intraday Value Area, dann kann man gucken, dass man irgendwo oberhalb dann nochmal reinkommt und das dann halt auch vielleicht mal short versucht, dann einfach bis zur nächsten 15-Minuten-Kerze. Und das wäre hier unten zum Beispiel der Point of Control. Also das wäre so ein Ding, das kann funktionieren. Aber jetzt hier long ist natürlich auch Quatsch. Also das ist hier einfach mitten im Nirvana, weil kann natürlich jetzt genauso hierhin korrigieren. Da wäre nochmal das Value Area High von heute und auch der Anfang von den letzten 15 Minuten. Das wäre jetzt ein Korrekturpunkt. Er kann aber auch jetzt einfach nach oben ziehen. Also für meine Begriffe gar keine Stelle, die man jetzt irgendwie in irgendeiner Form vernünftig handeln kann. Von daher lasse ich jetzt mal die Finger mal davon weg auch. Dirk, Ja, zwei bitte. Anmerkungen, beziehungsweise eine Frage und eine Anmerkung. Die erste Frage: Gibt es im DAO auch ein Volume Profile im Stereo Trader? Und die Anmerkung war, das waren 30 Minuten Kerzen, was jetzt im X-Frame eingestellt waren, sagt ein Teilnehmer. Was? Echt jetzt? Moment. Ich muss jetzt mal selber mal gucken. Also ich will jetzt ja nicht ausschließen, dass ich hier auch ab und zu mal Quatsch erzähle. Nicht DAX. DAO. 30? Nein. Doch. Nein. Moment mal. Tatsächlich. Ja, das ist natürlich der Knaller, ne? Okay, das ist tatsächlich so. Ich habe hier unten mich leider kurz selber verwirrt. Also es sind gar keine 15-Minuten-Kerze. Also danke für den Hinweis. Ich ja die ganze Zeit hier nur Blödsinn erzähle. Na, komm. Ich habe hier ein bisschen gerade alles überlastet, glaube ich. Weil ich hatte hier irgendwie mit 2 VPS und dann hier noch die Videoübertragung und so weiter und so fort. Das könnte jetzt irgendwie dauern. Kommt da noch was? Doch, jetzt. So, weil übrigens, wenn das so lange dauert, das liegt immer daran, die Berechnung findet immer im Hintergrund statt. Also wenn gerade Zeit ist dafür und nicht was anderes am Prozessor anliegt, was wichtiger ist, und dann fängt er an, das zu berechnen. So, also nochmal danke für den Hinweis. Das heißt, hier ist die letzte 15-Minuten-Kerze. Gut, die ist aber genauso lang wie die 30-Minuten-Kerze. Stimmt's denn jetzt auch? Ja, ne? 3 Kerzen. Okay, passt. So, und das heißt, nur weil die ist zwar jetzt rot, aber das ist völlig egal. Das ist nur ein Innenstab, ja. Also die kann genauso gut nach oben weggekickt werden, die Kerze. Und oder kann halt eben hier unten reagieren. Wir sind zwar long, aber dass wir jetzt halt hier long oben nicht gut. Aber short sind wir eben auch nicht. Und deswegen, wenn man versucht, sowas zu handeln, guter Ansatz, für meine Begriffe, wirklich dann eher im unteren Bereich von der letzten 15-Minuten-Kerze. Also ich mag den M15 einfach im DAO, weil man immer wieder schön sieht, dass der halt wirklich sauber triggert. Also dass der halt sauber läuft und viel besser als 5 Minuten. Und 5 Minuten bereitet dann mal höchstens die 15-Minuten-Kerze vor. Das heißt, dort kann man schon mal meistens sehen, was als nächstes kommt oder oft sehen. Aber halt jetzt wirklich so für Richtungsbestimmung ist die auf jeden Fall, ist der 15 Minuten besser. So, jetzt noch zu Gold. Wo bin ich? So. Beziehungsweise war noch wegen Volume Profile im DAO, aber kannst ja gleich nochmal zeigen. Jo. Ja, gibt es aber, klar. Logisch. So. Gold. So, da habe ich mal auch noch die Linien drin gelassen vom letzten Mal, damit wir das auch mal überprüfen können, was ich da von mir gegeben habe. Boah, hier lahmt irgendwie gerade alles. So, das war November 2018. Da habe ich halt auch gesagt, Gold hoch, nein, sondern erstmal runter. Und auch hier schon, das waren die NFPs von dem Tag. Da habe ich gesagt, wir kriegen hier einen Support, aber nur temporär. Das hat auch funktioniert, ist also einfach nur mal zum neuen Hoch. Das sind alle Stundenkerzen, ja. Das heißt, man konnte das schon intraday handeln. Und da habe ich halt auch gesagt, halt hier einen temporären Support nochmal an der Stelle, der hat aber nicht arg gehalten, sondern wie gesagt, der Hauptsupport liegt hier unten
in dem Bereich. So, und die hat er auch, die ist er auch angegangen, ist Gold auch hier angegangen, ist dann zwar auch einmal drunter, hier einfach bis zur, die hatte ich auch noch eingezeichnet, bis zum, das war dann nur der Peak, wurde aber wieder zurückgekauft, der Punkt hier, weil das halt einfach, man muss das natürlich halt auch dann im H4 oder im Daily dann halt auch nochmal gucken, hab ich gesagt, aber das ist halt das Level und ab da, wenn das halt gekauft wird, dann kann es halt hochgehen. Und wie man sieht, das hat auch tatsächlich gepasst bei 1203. Wie gesagt, ein bisschen Luft muss man natürlich einplanen, vor allen Dingen, wenn man halt einen ganzen Monat irgendwie die Zukunft gucken will. Aber das hat tatsächlich sehr schön gepasst. Also hier unten Long, wer das gemacht hat, das war eine gute Idee. Und ja, vor allen Dingen, jetzt, ich meine, es ist jetzt halt auch, behaupte ich mal, ich erzähle jetzt nicht irgendwas, was hier in der Vergangenheit war, ja, sondern ich gehe ja hier wirklich drauf ein, auf das, was ich im letzten Webinar ja auch genannt habe. Und weil es halt immer, analysieren im Nachhinein ist immer einfach, wenn man es vorher nicht gesagt hat oder sich nicht festgelegt hat. Ich lege mich aber immer ganz gerne fest. Und wenn ich Unrecht habe, dann habe ich halt eben Unrecht. Das ist auch kein Problem. Und dann muss man nachher gucken, was man falsch gemacht hat. Aber bei Gold ist es wirklich so, das geht jetzt schon seit Monaten, geht es so. Immer was wir hier zu den NFPs besprechen, geht dann anschließend irgendwie auf. Und wenn das jetzt heute gelingt, ich bin jetzt im Gold nicht wirklich vorbereitet, muss ich halt echt gestehen. Habe das nur so am Rande beobachtet. Aber generell sieht es jetzt natürlich auch schon wieder so nach Ausbruch aus. Und da bin ich halt immer auch schon mal wieder skeptisch, weil meistens ist es ja dann halt irgendwie alles ganz anders. So, ich gucke mir mal den Tageschart an. Weil hier haben wir nämlich, glaube ich, so meine ich das in Erinnerung zu haben, genau. Also, wir haben jetzt auch den, hier den EMA, den habe ich mal eingezeichnet. Der ist zwar jetzt nicht so wirklich relevant. Boah, was ist das hier gerade für eine Performance auf meinem VPS? Das ist ja wirklich übel. Kann aber hier auch an meiner Internetverbindung liegen. So, da müssen wir jetzt aufpassen bei Gold hier. Ich mache es mal noch ein bisschen kleiner. Weil, nicht weil wir da den EMA haben, sondern weil wir hier auch so ein Problem haben. Ja, nämlich immer wieder das gleiche Prinzip. Also wir haben hier Support gehabt, ein paar Tage, Wochen, 2 Wochen. Der hat zwar nicht lange gehalten, ja. Von daher ist ja ein bisschen die Frage, wie relevant ist der? Also Reaktion haben wir ja eigentlich schon gehabt an der Stelle. Das war ja schon in der Woche davor. Und puh, das ist diesmal echt nicht einfach. Das war abzusehen, weil wir halt, deswegen habe ich das auch letztens angesprochen, weil wir halt auch hier Support hatten und dann halt hier nochmal Paritätsumkehr, dann erst nochmal runter und außerdem brauchen wir hier einen vernünftigen Entry und hatten hier halt auch, deswegen habe ich die auch da eingezeichnet, wie gesagt habe, wir hatten hier einen Widerstand, der ist überlaufen worden, der wird nochmal getestet, bevor es hochgeht. Das ist jetzt passiert. Und jetzt geht es hoch. Das heißt, hier wäre tatsächlich möglich, dass Gold einfach weiter nach Norden rennt. Aber leider kann ich da jetzt nichts finden, wo ich sagen würde, ja, das sollte die nächsten 4 Wochen irgendwie passieren. Also das ist jetzt halt ein bisschen doof, weil ich mich gerade so weit aus dem Fenster gelehnt habe, weil es halt die ganzen Male immer so war. Ja, aber hier sieht man es natürlich deutlicher, ne? Also hier. Es war schon ein deutlicher Widerstand an der Stelle und dann hier nochmal im Kleinen. Das könnte natürlich genauso gut hier in seitwärts ausarten, die ganze Geschichte, ja, weil er macht, Gold macht zwar jetzt hier den, ich hoffe, man kann das halt irgendwie nachvollziehen, was ich da meine. Also hier runter, nochmal Support, bis dahin und dann, ja, schön. Man sieht, ich bin hier noch nicht mal mit einer neuen Version unterwegs. Das ist natürlich jetzt echt gut. Und dann halt hier runter. Und deswegen, was wir da jetzt gerade haben, ist halt eigentlich tatsächlich den Paritätswechseltest. Also ich glaube, hier muss man würfeln, ja. Weil entweder bestätigt sich das hier jetzt als Widerstand oder es wird halt nochmal gekauft. Also ich glaube, hier halte ich mich heute echt mal zurück, was Gold angeht, wie das halt irgendwie weiterläuft. Zumal halt auch, was ja natürlich hinzukommt, Gold und die Indizes laufen ja meistens nicht unbedingt parallel, sondern halt, ja, sind ja schon meistens gegenläufig. Und von daher, wir bräuchten ein bisschen mehr Abwärtsbewegung in den Indizes, damit Gold entsprechend halt auch steigen kann, glaube ich. Also das würde zumindest vom Bild her
besser zusammenpassen. Von daher ist hier tatsächlich schon wieder seitwärts möglich, ja. Also ich mag mich da aber auch irren. Und vielleicht geht es jetzt einfach nur nach Norden. Und falls es das macht, dann würde ich natürlich den nächsten Punkt hier oben suchen. Wo hatten wir die letzte Range? Da oben in dem Bereich. Das wäre dann so die 1290. Das wäre dann zumindest mal halt so das nächste Ziel. Ab da wird es dann halt wohl auch wieder eng werden. Ja. Also ich würde dann nicht unbedingt hier den Peak da suchen, sondern hier erstmal die erste Range und dann entsprechend nachher oben die zweite Range bei 1310. Ja, das sind so die Punkte, wo ich kann das ja mal einzeichnen. Das kann man dann einfach jetzt mal beobachten, wie das jetzt halt läuft, die nächsten 4 Wochen. Und dann mal gucken. Aber hier einen Einstieg sehe ich halt leider irgendwie nicht. Also wenn, dann hätte man wirklich den nehmen müssen, den ich da vor 4 Wochen genannt habe. Wobei ich habe es aber auch nicht gemacht. Ich bin halt einfach auch nicht so der Fan von ewig lang laufenden Positionen. Ärgere mich natürlich da auch schon mal über mich selber. Ich dann frage so, okay, warum hast du es nicht gemacht? Ja, hätte man tatsächlich machen können. Also das wären halt jetzt mal so die nächsten Bereiche, wenn es denn nach oben geht. Ansonsten, wie gesagt, seitwärts einfach möglich. Ja. Ein Teilnehmer schreibt, ob das ein SKS ist im Gold. Boah, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich handle keine Formation. Also das ist einfach nicht mein Ding. Also ich sehe aber auch keine, so wenn ich das jetzt irgendwie halt hier, dann müsste ich schon arg genau gucken, wo ich hier eine SKS sehen soll. Also da gibt es, glaube ich, Leute, die das öfters und besser handeln, SKS, als ich das jetzt mache. Können wir nächstes Mal den Thorsten fragen. Genau, das ist ja eher so der Kandidat auch dafür. Ja, Euro halt auch, ne? Also habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist einfach nicht meine Baustelle. Also ich handle das zwar auch ab und zu mal, aber der Euro ist halt auch einfach oft einfach nur seitwärts. Was man natürlich aber sieht, ist, dass die hier unten massiv Support eben auch aufbaut. Ich mache das mal alles aus hier. So, ich meine, das ist ja halt wirklich unübersehbar im Tagesschart. Gerade wenn man dann halt irgendwie länger laufende Bewegungen haben will, sollte man schon auf den Tagesschart gucken. Hier einmal runtergedippt. Und dann halt die Bären veräppelt und wieder zurückgekauft, kein neues Tief. Das wäre schon plausibel. Also, zumal es hier auch so von den Hochs, die hier abfallend sind, das ist schon sehr, 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 sehr linear hier. Ja, also glaube ich nicht dran. Denke ich eher, oder vermute eher, das Wort denken verwende ich nicht so gerne. Da würde ich schon eher vermuten, dass es halt wirklich der Euro halt auch nochmal eine Runde nach oben geht. Und da muss man auch nochmal gucken, wo waren halt die letzten Supports. Das waren dann halt eben hier in dem Bereich, wenn man einfach mal den gleichen Ansatz nimmt. Und dass wir in dem Bereich dann halt auch nochmal irgendwo zurücklaufen. Ja, was ist das hier? 1,15, etwa 1,15, 1,15,5. Das wäre dann so eine Anlaufstelle, die funktionieren könnte. Aber jetzt einfach runter, glaube ich, jetzt irgendwie auch nicht, weil dafür wird es zu sehr gekauft. Hier unten in dem Bereich jetzt erstmal. Aber wie gesagt, ich bin wirklich nicht der Experte für den Euro, weil das ist mir wirklich zu zäh. Da sieht man ja halt auch, das läuft ja nur irgendwie so 100 Pip, 200 Pip maximal, dann irgendwie über 3 Wochen rauf und runter. Das ist mir zu anstrengend. Das ist nicht so mein Markt. Da mag ich den Dow eigentlich lieber. Der läuft wenigstens 2000 rauf und runter an 3 Tagen, wenn es sein muss. Okay. So, dann gucken wir nochmal hier drauf. Ist hier irgendwas passiert? Ah, ich bin im falschen hier. Und so, ich mache das mal eben zu. Ja, das kostet mich hier eigentlich nur Performance. Nee, passiert ist halt weiter nichts, aber man sieht halt, ne, so hält sich jetzt da oben und ist jetzt natürlich erstmal nicht short, nur weil dann halt eine rote Kerze ist. Da würde ich jetzt tatsächlich mal abwarten. So, viel mehr fällt mir da jetzt auch nicht mehr ein. Ach so, im DAX hatte ich schon gesagt, ja, 11.033 wäre halt ein Short-Level für mich. Genau, das hatten wir eigentlich alles schon, ne? Eigentlich alles soweit durch. Also, ich weiß nichts mehr. Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal, weil das hier jetzt auch nochmal gefragt wurde, und zwar zu deiner Gruppe. Vielleicht kannst du deine Gruppe doch nochmal zeigen, wo man deine Trades findet. Das wurde jetzt mehrmals gefragt.
Ja, klar. Also die Gruppe Ansonsten ist. Öl zwischenzeitlich 5,2% vorne. Also doch eine schöne Bewegung nach oben. Ah ja, Was ist für. und Dow Jones Volume Profile nochmal kurz zeigen, wird auch nochmal Ach so, gefragt. ja. Genau. Ja, ich habe es ja hier auch drauf, ne? Und oder war das integrierte Profil gemeint? Das Wahrscheinlich, ich hier. denke mal, ja. Ja. So, das hier dann halt, ne? Also übrigens, wenn das Profil, ich muss das mal umstellen, wenn das Profil, das habe ich irgendwie schon gesehen, habe ich letztens auch ein YouTube-Video von jemand gesehen, der da halt, den kannte ich gar nicht, der da auch den Stereotrader da völlig begeistert vorgestellt hat. Vielleicht ist er auch hier dabei, ich weiß es nicht. Falls ja, kann er gerne mal irgendwie Hallo sagen. Und da war halt, wenn man da draufklickt und es kommt nichts, dann liegt es, keine Ahnung, das ist so ein Phänomen im MetaTrader, wo ab und zu halt einfach keine Kursdaten halt irgendwie aktuell sind. Und die kann man aber aktualisieren, also quasi halt frisch vom Server ziehen, indem man hier Control geklickt hält. Steht ja auch dabei, Control-Click, um das Ganze wieder aufzubauen. Das heißt, dann werden die komplett neu erzeugt, die Profile, und nicht nur aktualisiert. Ja. So. Und aber nochmal zum Unterschied vielleicht, wie gesagt, wenn das ja nicht irgendwie für jeden geläufig ist, das Volumenprofil, also was hier integriert ist, wenn man CFDs handelt, ja, muss man immer dazu sagen, wenn man den Future handelt, hat man natürlich hier ein echtes Volumenprofil. Wenn man aber CFDs mit dem Stereotrader handelt, dann hat man natürlich hier ein Tick-Profil. Was heißt das? Mit jeder Kursänderung gibt es einen Tick. Und diese werden halt addiert. Und das ergibt letzten Endes das Volumen. So, das ist nicht wirklich weit abweichend von dem, was tatsächlich an Volumen, also an Anzahl Kontrakten an der Börse, da halt gedreht wurde. Und sieht man auch zum Beispiel daran, wir haben jetzt hier. Zum Beispiel das hier ist orange, ja, sieht man ganz dünn im Hintergrund. Das ist der Point of Control von dem integrierten Tick-Volumen-Profil. Das heißt einfach nur, das ist der Kurs, der heute am meisten gehandelt wurde. Also 24.775 wurde heute am meisten gehandelt. So, und das meiste Volumen aber zum Beispiel wurde gedreht, knapp drunter, da sind wir bei 24.769. Ja, also wie man sieht, das ist schon recht eng beieinander. Und aber nochmal, das hier heißt, hier wurden die meisten Kontrakte gehandelt, die meisten Future, echten Future-Kontrakte an der Börse. Und hier, das ist einfach nur der Preis, der Kurs, der am häufigsten gehandelt wurde. Oft passt es und hat auch beides natürlich seine Relevanz, ja, weil da, wo oft gehandelt wird, da geht er halt auch eben entsprechend wieder hin, egal ob jetzt das größte tatsächliche Volumen war oder hat einfach nur der meistgehandelte Kurs. Es hat beides natürlich relevant. Und genauso die Value Area, hier das Intraday Value Area High, heißt einfach nur hier oben, in der Spanne von hier oben bis hier unten, zu der gestrichelten Linie, da haben wir einfach 70% des Volumens von heute. So, das findet halt in dem Bereich statt. Und wenn man das jetzt auch nochmal, ich hätte hier echt auch mal die neue Version drauf machen sollen, sehe ich gerade. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem integrierten Profil, ich mache das hier mal gerade aus, dann sieht man ja auch hier, hier gibt es zum Beispiel, also Orange ist klar, das ist der meistgehandelte. Und der Rest ist blau. So, und irgendwann wird es dann grau. Ja, sieht man hier, sieht nicht so deutlich, aber es wird dann einfach grau. Da gibt es irgendwie kein hell-dunkelblau mehr, sondern nur grau. Und das heißt, hier ist dann die Value Area entsprechend auch zu Ende. Das heißt, in dem Bereich, in dem blauen Bereich, haben wir 70% des Volumens. Also wie gesagt, Tickvolumen an der Stelle von dem, was heute gehandelt wurde. Das heißt, das ist dann halt auch entsprechend der faire Preisbereich bezogen, wie gesagt, nochmal auf die Häufigkeit dessen, wie häufig eine Marke gehandelt wurde. Und analog dazu haben wir hier mit dem Add-on im Intraday-Bereich, haben wir hier dann aber entsprechend halt die tatsächliche Value Area, also das, was an Kontrakten gedreht wurde. Das ist fair. Und das da oben ist unfair. Ja, das heißt, wir sind jetzt gerade unfair teuer. Von daher gut denkbar, dass jetzt auch die Kasse jetzt erstmal sagt, ist mir zu teuer, erstmal raus damit. Lass mal wieder da rein und mal gucken, wo wir irgendwie wieder günstig einkaufen können, bevor wir, hoppla, bevor wir da oben weitermachen. Also deswegen habe ich ja vorhin, habe ich es gesagt? Ich weiß es nicht.
ich habe gerade schon so viel gesagt, aber das wäre auf jeden Fall halt ein Punkt, wo ich sage, wenn long, dann irgendwo hier unten, dann in der Value Area, und das wird sich natürlich jetzt auch damit decken. Ja. Und vor allen Dingen, wenn er jetzt wirklich hier in der Kasse am Stück nach oben gehen sollte, dann auf jeden Fall da oben den Bereich, den ich vorhin gezeigt habe, wäre das auf jeden Fall noch viel interessanter Short, weil es dann halt einfach viel zu teuer ist. Ja. Also warum soll da noch jemand einfach durchkaufen, nachdem man dann schon wieder 1000 Punkte nach oben geklettert sind? Das wäre ein bisschen too much. Und passt eben halt, wie gesagt, auch zu dem anderen Ansatz. Okay. War noch was offen? Deine Gruppe noch, dann haben wir alles durch. Ah ja, genau. Also Gruppe, der Name stimmt hier nicht ganz. Den habe ich zwischenzeitlich mal vereinfacht. Die Gruppe heißt einfach Traders Club Stereo Trader. Findet man bei Facebook natürlich. Ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, man muss irgendwie so 2, 3 Sachen bestätigen. Und was halt eben auch wichtig ist, und ich glaube, das merken auch die Gruppenmitglieder, von denen ja sicherlich auch einige anwesend sind, es gibt wirklich, also behaupte ich mal, kaum Fake-Accounts, ja, weil das halt wirklich alles aussortiert wird, und wer da irgendwie den Eindruck macht, er will dann nur Werbung machen oder hat ein Fake-Profil, der kommt da gar nicht erst rein. Entsprechend haben wir auch so gut wie keinen Spam und auch extrem viel Traffic vergleichsweise. Irgendwie 1400 Mitglieder und am Tag bis zu 700 Kommentare haben wir da auch schon gehabt. Und dort mache ich halt eben auch meine Trades, aber ich bin da nicht der Einzige, sondern es sind noch einige andere Fähige dabei, die dort halt hin und wieder dann auch ihre Trades posten. Und aber ich schreibe halt immer den Blog dazu morgens und entsprechend dann halt tagsüber die Trades, die sich daraus ergeben. Okay. Gut. So, jetzt brauche ich einen Kaffee. Ja, hast du dir auch verdient. Ich poste noch ganz schnell hier den Link zum YouTube-Kanal von FXLED, wo dann die Aufzeichnung zu finden sein wird, weil wurde hier nochmal gefragt. Und dann wurde auch nochmal konkret gefragt, wo man dort genau die Trades findet. Aber ich denke, wenn man der Gruppe beigetreten ist, dann wird man dort schnell den Tagesbeitrag sehen. Und das ist natürlich einfach mal zwischendrin immer mal. Ne? Also das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie eine spezielle Kategorie, sondern dann kommt dann halt so ein Block, und da steht dann halt einfach drin, ich gehe da in der Long, da in der Short und da ist mein Stop und so weiter und so fort. Okay. Aber wie gesagt, dann immer alles komplett im Detail. Dann haben wir es geschafft, dann hast du es geschafft. Hier kommt natürlich auch ganz viele Danke-Beiträge auch schon. Und schönes Wochenende wird dir gewünscht, Dirk, und mir natürlich auch, aber gleichfalls. Dann bedanke ich mich schon mal. Wie gesagt, die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Sollte heute vielleicht sogar noch gehen. Und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dir natürlich auch, Dirk. Und danke für das Webinar heute. War doch interessant. Vor allen Dingen, weil wir auch wieder ein bisschen Bewegung drin hatten. Und freue mich, dass du nächstes Mal dann US-Dollar-Cut auch mal dir anguckst. Und ja, du hast wie immer das Schlusswort. Also vielen Dank. Ja, danke natürlich fürs zahlreiche Dabeisein. Waren ja wirklich viele heute und auch so gut wie alle eigentlich bis zum Schluss geblieben. Also hat Spaß gemacht, war ja wirklich auch schön Bewegung und natürlich auch schön, dass alles soweit erstmal aufgegangen ist. Von dem, was ich halt vorher gesagt habe, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und aber freut mich natürlich dann umso mehr, wenn es dann halt entsprechend während des Webinars dann halt auch noch passiert. Also danke natürlich an Nelson, an FXFlat. Ich glaube, wir hören uns nächste Woche schon wieder hier im Helpdesk rund um den Stereo Trader. Und ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Und diejenigen, die dieses Jahr nicht mehr dabei sind, kann man das schon sagen? Nee, eigentlich nicht, oder? Ein bisschen früh. Ich glaube, wir haben ja noch ein Live-Trading vorher, oder? Ja, also ein Live-Trading und ein Helpdesk. Ja, ja, okay, gut, dann speichere ich. Also wir hören uns noch. Ja, okay. Aber hier geht es natürlich 2019 weiter, ne? Sollte natürlich gesagt sein. Ich habe die neuen Termine reingestellt. Also freue mich auch da, dass wir da mit dir zusammen 2019 weitermachen können bei den NFBs. Ja. Nö, klar. Ja, schön. Dann an der Stelle ein schönes Wochenende in die Runde. Passt auf euch auf, macht nichts kaputt. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.